Papa, wir sind nur 17 Jahre auseinander. Wenn du alt bist, bin ich auch alt. Wir können zusammen so Altersheim gehen. Da war ich 16, gerade mal 16 geworden, ist dein Bruder gekommen. Und du bist ja mit, da war ich auch gerade etwas über 17, da bist du geboren. Wie hast du mein Outing damals empfunden? Kennt ihr das, wenn man mit seinen Eltern viel weniger persönliche Gespräche führt als zum Beispiel mit seinen FreundInnen? Das möchten wir heute verändern, denn das ist Gianni und das ist seine Tochter Vanessa und die beiden haben nur 17 Jahre Unterschied. Und Gianni ist nicht nur zahnmedizinischer Fachangestellter, sondern auch Aktivist. Beide setzen sich sehr stark für die Sintize und Romnia-Community in Deutschland ein. Und ich bin total gespannt auf dieses Gespräch, weil Gianni sich geoutet hat als schwul. Und die beiden werden darüber sprechen, wie Vanessa das eigentlich als kleines Mädchen wahrgenommen hat. Und total interessiert mich auch, wie sie Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in Bezug auf Diskriminierung erleben. Bleibt gerne bis zum Ende dran und hinterlasst uns Feedback in den Kommentaren. Schreibt uns gerne auch Ideen, was für Themen zwischen Eltern und Kindern ihr noch gerne von uns behandelt haben wollt. Hallo zusammen, mein Name ist Gianni und das ist meine Tochter Vanessa. Ich bin 25 Jahre alt, studiere hier in Köln Wirtschaftspsychologie. Wir sind heute hier, um uns Fragen zu stellen, die wir uns so nie gestellt haben. Turbo-Runde. Wer ist lauter und so richtiger Energy Ball? Beide, würde ich sagen. Gerade wenn du Cola trinkst, bist du eigentlich am auffälligsten. Ja, ich habe dann immer so einen Koffeinflash. Wie oft verwechseln euch die Leute als Freundinnen, Partnerinnen, Geschwister? Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich gang und gäbe, dass man uns verwechselt. Wenn ich dann irgendwie sage, meine Tochter oder sie nennt mich gerade in der Gegenwart von irgendwelchen fremden Leuten Papa. Papa oder wenn die Annabelle noch dazukommt und Opa sagt, dann sind die total irritiert. Die denken wirklich, wir verarschen die. Wer redet mehr? Definitiv er. Bei uns sagt man, es gibt so ein Wort, das heißt Drabareltu. Das ist Drabareltu? Das bedeutet sowas wie Monolog halten. Ey, da, das hast du von Opa, ne? Das ist von meinem Vater. Was nervt dich an mir und wann vor allem nerv ich dich am meisten? Du nervst mich überhaupt nicht, Papa. Du bist der beste Papa der Welt. Komm, chill jetzt, sag jetzt. Wenn er was von mir will, dann holt er immer so aus. Wenn ich sie zum Essen rufe und sie kommt nicht, ist auch so ein Ding, wo ich dann auch echt mir denke, ey, was ist hier los? Du respektierst mich nicht in diesen Situationen, Vanessa. Ich werde dich enterben. Doch, eins weiß ich, wo ich dich nerve. Und da sind wir wieder beim Thema, auf Klo. Vanessa hat ihr Klo. Ich Papa, hab... zu viel Information. Wir sind auf Klo, Vanessa. Wir können über Klos reden. Und wenn manchmal mein Mann das Klo irgendwie benutzt, weil er gerade am Duschen ist und ich jetzt einfach ganz dringend für kleine Jungs muss, dann benutze ich halt ihr Klo. Und sie regt sich darüber furchtbar auf, dass ich ihr Klo benutze. Weil er immer Bremsspuren hinterlässt. Miete, Vanessa, das ist mein Haus hier. Ich zahl das. Was macht dich am meisten stolz bei mir? Du, da kann ich dir wirklich sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin in den vielen Dingen, die du einfach auch geschaffen hast. Ich bin unheimlich stolz, dass du eine sehr fleißige und lernwillige Person bist. Das heißt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, weiß ich, dass meine Tochter auf jeden Fall die Möglichkeit hat, Papa, wir sind nur 17 Jahre auseinander. Wenn du alt bist, bin ich auch alt. Wir können zusammen so Altersheim gehen. Das ist so Vorteil, weißt du, was ich meine? So, du sagst, wenn ich wollte gerade was ganz Emotionales so sagen, da reißt sie mich wieder auseinander. Ist der so 17 Jahre älter als ich, tut der so, als ob der so schon 60 wäre. Ja, aber trotzdem bin ich stolz auf dich. Das spielt keine Rolle, ob ich 17 Jahre älter oder jünger bin, älter bin als du. Danke, Papa. Das war echt süß. Ich kenne wirklich keinen Mensch, der so mutig ist wie du. Ich denke mir immer, woher hat er diese Stärke und diese Kraft und diese Energie? Dafür bin ich dir und Mama sehr dankbar, dass ihr uns solche schönen und tolle Werte, vor allem auch wichtige Werte mitgegeben habt. Weißt du, Vanessa, ich bin echt froh, dass ich das wirklich auch mal so von dir höre. Weil als Vater oder als Mutter hast du ja auch oft diese Situation, wo du dir wirklich denkst, Gott, ich mache alles falsch. Ich bin der schlechteste Vater, die schlechteste Mutter der Welt. Was habe ich eigentlich gemacht? Oder meine Kinder verdienen mich eigentlich gar nicht. Und wenn man das heute wirklich von dir als erwachsene Frau, wenn man das so gesagt bekommt, dann ist das etwas, was ich auch so emotional so greifen kann. Ich sehe das an mir und Nino, dass wir ja, relativ zufrieden mit uns sind und das ist auch euer Verdienst. Wenn wir jemanden sagen, dass wir ihn lieben wollen, dann sagen wir essen deinen Magen.
Ja, das mit dem, ich esse deinen Magen, das ist auf Romanes, das heißt eigentlich Habgieri Rinsa. Das ist bei uns so. Also wenn wir etwas schön finden, wenn wir jemanden necken wollen damit oder ihn komplimentieren wollen, dann sagen wir halt solche Sachen. Ich finde das total schön, weil wenn man das wirklich ins Deutsche übersetzt, ist es total kurios, das kennt kein Mensch. Zum Beispiel, wenn wir jemanden sagen, der, keine Ahnung, eine schöne Ausstrahlung hat, dann sagen wir auf Romanes, Kaleltuke e bach ango chikat. Das heißt, das Glück tanzt dir auf der Stirn. Ist das nicht geil? So eine schöne Sprache. Wie war das für dich, Jungvater zu werden? Erstmal eine Folgeerscheinung dessen, dass ich ja sehr früh heiraten musste. Also ich war ja 14 und da war es irgendwie erwartet von der Familie her, dass ich ja auch so früh Vater werde. Es fühlte sich schon irgendwie auf der einen Art und Weise irgendwie als Fremdbestimmung an, dass ich das werden muss. Aber auf der anderen Seite war halt dieses große Gefühl, selber ein Baby, ein Kind zu haben, sehr wichtig, weil Vanessa, ich bin Einzelkind. Für unsere Familie war es nun mal wichtig, dass wir halt eben relativ früh Kinder und am liebsten eine ganze Fußballmannschaft zeugen. Da war ich 16, gerade mal 16 geworden, ist dein Bruder gekommen. Da war ich auch gerade etwas über 17, da bist du geboren. Ich war sehr stolz auf meine beiden Kinder und habe sie wirklich mit in die Schule, in die Berufsschule mitgenommen und habe gesagt, hier, das ist mein Kind, das ist mein Produkt, das ist jetzt mir, kick das mal an, das ist so schön, ich will das haben, ist alles mir. Und habe diese Aufgabe mir einfach auch vorgenommen zu sagen, ich möchte dafür sorgen, dass meiner Tochter und meinem Sohn eine bessere Zukunft bevorsteht, als die, die ich erlebt habe hier. Wie ist das eigentlich für dich oder wie war das für dich, also, jetzt so einen jungen Vater zu haben? Ich kenn's ja nicht anders, ne? Also ich habe ja jetzt keinen Vergleich, aber ich fand's immer cool. Aber es gab auch manchmal Schwierigkeiten. Für mich so als Vater war es manchmal so, dass ich oft so die Rollen nicht halten konnte. Auf der einen Seite war ich die Autoritätsperson Vater, auf der anderen Seite war ich irgendwie so dein Best Friend, dein großer Bruder und auf der anderen Seite war ich auch manchmal auch dein größter Gegner. Also diese ganzen Rollen, die ich dann quasi übernehmen musste, die waren schon echt für mich eine große Herausforderung. Also wenn man junge Eltern hat, dann sieht man auch, wie die beiden sich entwickeln. Das ist auch ein Privileg, sowas zu haben im Leben, ne? Und ich bin so dankbar dafür, dass ich sehen konnte, wie meine Eltern sich zu den Menschen entwickelt haben, die sie heute sind. Vanessa, wie hast du mein Outing damals empfunden? Ich glaube, ich war 9 oder 10. Ehrlich gesagt, habe ich meine Welt nicht mehr verstanden. Das war alles so weit weg von mir und ich habe einfach Angst gehabt und habe die Befürchtung gehabt, dass sich zwischen uns was verändert, dass unsere Beziehung sich verändert und dass ich dich verliere. Wenn man als Kind hört und damit konfrontiert wird, dass dein Vater oder deine Mutter homosexuell ist, dann nimmt man das nicht so auf die leichte Schippe. Mein Vater wird nicht als normal gesehen. Mein Vater ist der ein unnormaler Mensch und das möchte man nicht. Welche Bedenken hattest du beim Outing in Bezug auf mich? Oh, große Bedenken, gerade auf dich, weil du ja auch ein Mädchen bist und ich so oft das Gefühl habe, dass in unserer Familie die Mädchen gar nicht so geschützt waren wie die Jungs. Und das war die größte Angst, wenn ich mich oute, dass ich dann quasi die Familie verlassen muss und ich dann überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf deine Erziehung und auf dein Leben habe. Meine Familie wollte mich ausschließen, klar, aber ich habe mich nicht ausschließen lassen. Mir war das Fakt, ich habe 2 kleine Kinder, um die ich mich kümmern will, muss und möchte. Und meine Homosexualität ist für mich da keine Hürde gewesen, im Gegenteil. Ja. Es war für mich wichtig, dass ich einfach gerade auch als schwuler Vater auch sichtbar war, auch in der Familie sichtbar war, dass ich schwul bin, auch sichtbar war in der Community, dass ich schwul bin. Weil mir war es wichtig, mich nicht verbiegen und brechen zu lassen, weil nur so, auch wenn die Wahrheit in dem Moment vielleicht für alle sehr schmerzhaft gewesen ist, war es für mich wichtig, bei dem zu bleiben, weil das bin ich. Ich bin das. Ich kann mich ja nicht verstellen. Aber ich bin ja auch liebender Vater und Vater, der sich ja Sorgen um seine Kinder gemacht hat. Deshalb, ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich habe einfach meine Verantwortung weiterhin durchgezogen mit allen Mitteln, die ich konnte. Vanessa, gab es mal einen Moment, wo du dich für dein Aussehen oder für deine Herkunft geschämt hast? Ja, es gab nicht nur einen Moment, es gab viele Momente. Wenn ich in neuen Räumen bin oder neue Menschen kennenlerne, stellt man mir immer schnell die Frage, woher kommst du? Und diese Frage retraumatisiert mich, die bringt mich in meinem Kinder-Ich zurück und die macht was mit mir. Ich habe dann das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre, wenn man mir diese Frage stellt, dass ich nicht Teil dieses Clubs bin. Aber die Sache ist, dass ich auch das Privileg habe, dass ich als weiße Frau
in der Mehrheitsgesellschaft gelesen werde. Wenn ich mich aber zu meiner Ethnie bekenne und das dann äußere, dann kommen auch immer so diese ganz komischen Fragen. Also wenn du sagst, du bist quasi eine Romni. Genau, wenn ich sage, ich bin eine Romni, dann kommen immer so komische Fragen, du siehst aber gar nicht aus wie eine Romni. Und ich denke mir so, hä, wie sieht denn eine Romni aus? Ich bin mit ein paar Freunden aus gewesen, wir haben was getrunken und dann kam ein Freund von meinen Freunden dazu und meinte dann zu mir so, ja, kommst du auch aus Köln? Ich so, ja, ich bin auch aus Köln. Ja, woher denn? Ja, aus Ossendorf. Der so, ach echt? Ich habe auch früher in Ossendorf gewohnt, aber jetzt wohnen mittlerweile so viele Z hier, also so viele, ne, das Z-Wort hat er dann reproduziert. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Ja, das genau, war das so, ich hasse diese Frage. Diese Frage hat mich mein Leben lang verfolgt und ich möchte das einfach nicht mehr. Wenn ich gesagt habe, ich bin Rom, dann haben die Leute gedacht, ich bin, keine Ahnung, die Hauptstadt von Italien, weil die gedacht haben, ich rede von Rom. Nein, bin ich nicht. Für mich ist es ja so, ich bin offensichtlich keine weiße Person. Mhm. Bei dir weiß man es halt nicht. Also die meisten lesen dich ja, wie gesagt, als weiße Europäerin. Ja, ich falle halt in der Mehrheit nicht so auf, kann man sagen. Aber wann fällst du denn auf? Wenn ich mit dir unterwegs bin, wenn ich einen Rock trage. Es muss gar nicht so dieses typische Roma-Rock sein, was in den Köpfen der Menschen immer direkt hervorgerufen wird, wenn man das Z-Wort hört. Wenn mich Leute nach meiner Herkunft fragen und ich keinen Bock auf diese Menschen habe oder denke, okay, ich sehe diese Person einmal in meinem Leben und dann nie wieder, dann antworte ich immer dasselbe. Meine Großeltern sind aus Serbien. So, Punkt. Wenn ich mich aber intuitiv ein gutes Gefühl bei diesen Menschen habe, egal ob weiß oder BPOC, dann äußere ich das, ne? Dann sage ich das auch, dass ich eine Romni bin. Also die meisten wissen das, aber natürlich gibt es auch Leute, die danach fragen, wie Romni, was ist das? Ne? Und dann muss ich leider mit diesem Z-Wort, ne? Ich finde, du musst das nicht. Du kannst einfach sagen, die Geschichte der Sinti und Roma ist so und so, wir sind eine europäische kleine Mehrheit, ja, Minderheit finde ich scheiße, wir sind keine Minderheit. Und ganz ehrlich, du musst auch den Leuten auch keine kostenlose Bildungsarbeit geben in deinem privaten Umfeld. Sag einfach, du bist eine Romni und wenn du keinen Bock hast zu erzählen, was eine Romni ist, dann sag es, geh mal Google, gib ein, verstehst du sofort. Ja, wo und wann fühlst du dich als Rom am sichersten? Ich bin ja schwul und Rom. Mm. Das heißt, dieses Schwulsein hat mir schon in der Community der Sinti und Rom ja schon Schwierigkeiten gemacht. Und das Rom-Sein in der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt also, das war immer irgendwie so ein Struggle in beiden Ebenen. Aber heute kann ich dir echt sagen, ich fühle mich sicher in dem, dass ich Gianni bin und dass ich jetzt Rom bin, ist ein Zufall. Welche Kindheitserinnerung verbindest du mit deiner Herkunft als Rom? Oh, sehr viele schöne Erinnerungen. Das Zusammenfeiern. Unsere Musik. Die Sprache, das Reden. Essen vor allem. Ne? Auf Romanes zu singen, auf Romanes zu tanzen. Beisammensein einfach, dieses Zusammensein, zusammen essen, zusammen trinken. Zusammen lachen, so das verbinde ich mit meiner Kindheit. Starke Frauen, sehr, sehr starke Frauen, Feministinnen alle. Ich muss dazu sagen, eine der schönsten Kindheitserinnerungen als Rom ist tatsächlich die, die ich gesagt bekommen habe von meiner Mutter. Ich bin von 5 Frauen gestillt worden damals. Ich habe quasi den Feminismus mit der Muttermilch in einen impliziert bekommen. So ist es wirklich. Also mich haben 5 Frauen damals gestillt in unserer Familiengruppe, weil die alle gleichzeitig mehr oder weniger Mütter geworden sind und meine Mutter hatte zu wenig Milch und da war es klar, dass wir die Babys einmal so drumherum gehen und alle irgendwie davon mal nuckeln dürfen. Hast du das Gefühl, es hat sich in Bezug auf Romja und Sintice was verändert zwischen damals und heute? Also was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass die Sichtbarkeit von Sintice und Romja zumindest in meiner Bubble größer ist. Wie es jetzt in der Gesamtgesellschaft ist, innerhalb der Community, glaube ich, ist der Bereitschaft, sichtbar zu sein, aktivistisch einfach auch Politik zu machen, groß. Weil nun mal viele, die halt so alt sind jetzt wie ich, so Anfang 40, die ja auch Kinder haben, entweder in deinem Alter oder jünger, und sie natürlich gerade ein besseres Heute gestalten wollen. Und deshalb glaube ich, dass in der eigenen Community die Menschen kraftvoller und stärker denn je sind. Da fällt mir auf, dass ich Gott sei Dank jetzt auch Frauen habe, mit denen, also gleichaltrige Frauen vor allem, mit denen ich mich identifizieren kann. Das war auch ein wichtiger Prozess für mich,
zu meiner eigenen Identitätsbildung, dass ich auch andere Bilder habe und andere und Frauen habe, mit denen ich mich identifizieren konnte. Hm. Wann war der Zeitpunkt, wo du dich das erste Mal mit deiner eigenen Ethnie, mit deiner eigenen Identität befasst hast? Schon sehr früh. In der Schulzeit wurde ich ja schon damit konfrontiert, dass ich anders bin, dass ich nicht aufgrund meiner Ethnie nicht dazugehöre. Ich weiß, dass ich mir und meinem Vater auch oft die Frage gestellt habe, Papa, woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir? Was hast du mir denn damals mal geantwortet? Wir kommen aus Kaufland. Also er hat immer gesagt, Vanessa, wir sind Deutsch. Wir sind Deutsche. Was ist deine größte Sorge in Bezug auf mich? Oh, dass du zu weit wegziehst und ich dich dann nicht mehr sehe. Das ist natürlich immer die Sorge, dass dir jemand wehtun könnte, emotional oder körperlich. Also, dass dein Partner, deine Partnerin, je nachdem, dir vielleicht wehtun könnte. Das würde deine nicht... Partnerin? Na ja. Papa, ich bin hetero. Was wünschst du dir für mich, Vanessa? Für uns. Ja, dass wir immer diese schöne, offene, transparente und liebevolle Beziehung zueinander haben. Ja. Du bist einfach der beste Vater der Welt, was soll ich noch so sagen? Der hat mich dafür bezahlt, dass ich das sage. Nein. Vanessa, was möchtest du mir noch sagen? Ich möchte dir noch sagen, dass ich unfassbar dankbar für dich und Mama bin, dass ihr mich zu einer unabhängigen, starken, selbstbewussten Frau erzogen habt. Ich wollte dir Danke sagen, dass du diese Arbeit machst. Das ist ganz wichtig für unsere Community und ich werde dich immer supporten und immer hinter dir und neben dir stehen und auch, wenn es sogar sein muss, vor dir stehen als Schutzschild. Du und Mama habt vieles richtig gemacht und das zählt. Ui, nicht weinen! Ich möchte dir sagen, dass du, so wie du als Mensch bist, mich immer wieder bestätigst, dass ich viel richtig gemacht habe in der Erziehung zu dir. Dass ich dafür sehr dankbar bin, dass du mir immer vertraut hast und dass du mich einfach bedingungslos geliebt hast. Dass, als ich dir gesagt habe, Vanessa, ich bin schwul, du gesagt hast, ach Papa, ist egal, ich liebe dich, ist mir egal. Und das ist so schön, das ist etwas, was ich heute einfach so normal leben kann in unserer Familie. Das sehe ich an meiner Enkeltochter, an Annabelle, die jetzt 10 ist, die dann zu mir sagt, Opa, komm, lass uns schminken gehen. Es ist so natürlich, es ist so normal und das, die Base haben wir geschaffen zusammen mit Nino, mit deiner Mutter, mit der Familie, mit allen. Wenn du dir vorstellen kannst, mit deinem Elternteil bei Auf Klo zu Gast zu sein, dann schreib uns deine Geschichte bei Instagram. Wenn du jetzt noch mehr über Sintize und Romja erfahren möchtest, klick gerne auf dieses Video von uns. Und hier hat Reporter eine Teenie-Mutter begleitet. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.